Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das unglaubliche James Webb Space Teleskop. Viel Spaß! Es ist endlich soweit. Wieder ein Video, das ich schon geplant hatte, bevor ich auch nur das erste Video auf Senkrechtstarter hochgeladen hatte. Ein Video über das James Webb Space Teleskop. Ja, das James Webb ist nicht nur irgendein neues Weltraumteleskop. Erstmal ist es 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Also viermal so weit, wie der Mond von der Erde entfernt ist. Also ja, das ist allein ist das schon ziemlich beeindruckend. Es wird die Erforschung unseres Kosmos auf ein ganz neues Level heben. Denn das James Webb ist so empfindlich, dass es auf der Entfernung Erde-Mond die Wärmesignatur einer Hummel detektieren könnte. Da das Thema viel zu groß für ein einzelnes Video ist, haben Andreas von Nigis Kosmos und ich uns gedacht, wir teilen uns das Thema etwas auf. Das Video von Andreas, das findest du hier. Dabei stellt Andreas in seinem Video vor, was das James Webb für die Wissenschaft bedeutet, was für Erkenntnisse man sich von dem über 10 Milliarden Dollar teuren Weltraumteleskop verspricht und erklärt die Infrarotastronomie. Hier in meinem Video wird es um die eingesetzte Technik, den Weg in den Orbit und das für James Webb extrem wichtige Temperaturmanagement gehen. Wenn dir das Thema heute gefällt, dann lass doch dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine weitere Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Und wenn dir gefällt, was ich hier tue, freue ich mich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft unterstützt. Ja, es gibt wohl keine Mission, auf die Astronomiefans aktuell sehnsüchtiger warten. Die Sehnsucht hat auch mit den bisher enttäuschten Erwartungen zu tun, denn eigentlich sollte das James Webb schon lange in Betrieb sein. Warum das so lange gedauert hat und warum die Kosten explodiert sind, das verrate ich dir am Ende des Videos. Warum ist der Start des James Webb für viele das Highlight in diesem Jahr? Ja, wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Weltraumteleskop. Viele werden die spektakulären Bilder des Hubble-Weltraumteleskops kennen. Das hat uns Bilder aus den Tiefen des Universums in nie gekannten Details präsentiert. Das hat dann eine ganze Generation von Wissenschaftlern für die Astronomie begeistert. Und auch wenn das Hubble ein grandioses Instrument der Wissenschaft ist, so hat es doch mittlerweile über 30 Jahre auf dem Buckel. Auch hat sich das Interesse der Astronomie von dem sichtbaren Licht ins Infrarote verschoben. Nicht nur sind die Instrumente des James Webb viel empfindlicher als die des Hubbles, auch ermöglicht seine schiere Größe eine deutlich höhere Abbildungsleistung als das Hubble. Eine schöne Beschreibung der Empfindlichkeit des Hubbles habe ich auf Heise gefunden. Und zwar, dass Hubble im All noch in 16.000 Kilometern Entfernung zwei Glühwürmchen nebeneinander als zwei Objekte identifizieren könnte. Glühwürmchen leuchten in dem Bereich der elektromagnetischen Strahlung, die wir Menschen sehen können. Diesen Bereich nennen wir umgangssprachlich dann einfach Licht. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil des Spektrums der elektromagnetischen Strahlung. Wie ich zu eingangs erzählt habe, ist das Video eine Kooperation mit Andreas von Nigis Kosmos. Und der kann dir viel besser erklären, was die Infrarotastronomie ist. Licht ist nicht gleich jenes Licht, das wir als Lebewesen sehen und spüren können. Wie wir bereits gehört haben, besteht Licht aus einem sehr breiten Spektrum verschiedener Wellenlängen. Neben den energiereichen Strahlungen kürzerer Wellenlängen als das sichtbare Licht, gibt es auch jene, die weniger energiereich ist. Wenn wir vom sichtbaren Licht ausgehend auf dem elektromagnetischen Spektrum längere Frequenzen betrachten, gelangen wir zur Infrarotstrahlung, die in einem Bereich zwischen 780 Nanometern und 1 Millimeter auftritt. Infrarotstrahlung wird in vielen täglichen Anwendungen eingesetzt. Manche Heizungen wärmen beispielsweise ihre Umgebung mittels Infrarotpanels auf. Auch die russische Raumstation Mir wurde seit 1986 auf diese Art und Weise beheizt. Ferner wird Infrarot auch für Fernbedienungen benutzt, um beispielsweise Befehle an den Fernseher weiterzuleiten. Viele elektronische Geräte hatten oder haben solche Schnittstellen. Eine berühmte Anwendung von Infrarotstrahlung ist die sogenannte Wärmebildkamera. Hier können Wärmequellen wie Heizungen, Lebewesen oder andere Temperaturen sehr gut wahrgenommen werden, denn sie strahlen im Infrarotbereich sehr stark. Eine Anwendung für Infrarottechnologie besteht jedoch selbstverständlich auch in der Astronomie, da alle Himmelskörper im Universum auf irgendeine Art und Weise Wärmeenergie ausstrahlen. Können mit Webb Objekte beobachtet werden, die kühler sind als 826 Grad Celsius. Diese Temperatur mag zwar für terrestrische Verhältnisse hoch sein, ist aber im Vergleich mit Sternen oder ultraheißen Akkretionsscheiben von schwarzen Löchern lächerlich gering. In der dem Infrarotbereich entsprechenden Astronomie, der Infrarotastronomie,
können also Objekte von Infrarotteleskopen beobachtet werden, die bei herkömmlich beobachtender Astronomie durchs Raster fallen, weil sie zu kühl sind oder zu wenig sichtbares Licht ausstrahlen. Und genau in diesem Bereich also arbeitet das James Webb. Auch hier gibt es einen Insektenvergleich. Das James Webb ist so empfindlich für den Infrarotbereich, dass es auf der Entfernung Erde-Mond, das sind ja immerhin 384.000 Kilometer, die Wärmesignatur einer Hummel wahrnehmen könnte. Ja, das sind doch unvorstellbare Zahlen, oder? Neben den empfindlicheren Instrumenten liegt es auch an dem deutlich größeren Spiegel. Mit 6,5 Metern ist der Spiegeldurchmesser des James Webb mehr als doppelt so groß wie der des Hubbles mit 2,4 Metern. Die Spiegelfläche, die noch viel besser angibt, wie viel Strahlung ein Teleskop einfangen kann, ist von James Webb mit 25,4 Quadratmetern fünfmal so groß wie die des Hubbles mit 4,5 Quadratmetern. Wobei es ja nicht ein einzelner Spiegel ist. Während das Hubble ja doch schon ähnlich aussieht wie ein überdimensionales Teleskop, erinnert das James Webb doch eher an eine Designerlampe. Fun Fact: Der größte einzelne Spiegel eines Weltraumteleskops ist der des europäischen Herschel-Teleskop. Der hatte mit 3,5 Meter Durchmessern so 9,6 Quadratmeter Spiegelfläche. Aber zurück zu den sechseckigen Spiegelkacheln des James Webb. 18 dieser 1,3 Meter im Durchmesser messenden Kacheln bilden den Hauptspiegel. Jedes dieser Spiegelelemente ist etwa 20 Kilo schwer und besteht aus Beryllium. Beryllium ist ein elementares Metall, das über hervorragende strukturelle Eigenschaften wie Härte und Steifigkeit verfügt. Der E-Modul ist zum Beispiel gut 30% höher als der von Stahl. Die Dichte hingegen entspricht dabei nur einem Viertel der Dichte von Stahl. Beryllium ist also verhältnismäßig leicht. Trotzdem wurde aus den Beryllium-Rohkörpern eine Gitterstruktur ausgefräst, um weiter Gewicht zu sparen. Diese Art von ausgefrästem Strukturmaterial ist in der Raumfahrt sehr verbreitet und nennt man Isogrid. Für James Webb eignet sich Beryllium auch besonders gut, da es eine höhere Reflektivität für Infrarot hat. Das wird noch durch die Bedampfung mit Gold als Spiegelmaterial unterstützt. Wenn du jetzt denkst, dass das James Webb wegen des Goldes so teuer ist, muss ich dich leider enttäuschen. Auf jedem der Spiegel sind gerade einmal 3 Gramm Gold. Das sind trotz des aktuell hohen Goldpreises für alle 18 Spiegel keine 3000 Euro an Materialkosten. Die Fertigungstoleranzen dieser Spiegel sind übrigens so gut, dass wenn man eines der Spiegelelemente auf die Größe der USA vergrößern würde, immerhin 5500 Kilometer im Durchmesser, dann wären die Fehler der Oberfläche, also die Hügel und Täler, als Abweichung von der Idealform keine 8 cm groß. Das ist schon enorm beeindruckend. Diese 18 Spiegelelemente bilden dabei den Primär- oder den Hauptspiegel. Die zu beobachtende Strahlung wird auf einen Sekundärspiegel gebündelt und an der Basis in der Hauptspiegelmitte von 2 weiteren Spiegeln gebündelt und umgelenkt, bevor es schlussendlich auf die Sensorik fällt. Der Hauptspiegel ist dabei nicht starr, sondern jedes Spiegelelement ist um 2 Achsen neigbar. Dadurch kann der Hauptspiegel nachträglich fein justiert werden. Das übernimmt ein Computer. Dafür wird das James Webb in regelmäßigen Abständen auf einen einzelnen Stern gerichtet. Durch eine schlechte Ausrichtung der Spiegel würde ein Falschbild mit mehreren hellen Punkten entstehen. Durch das minutiöse Ausrichten jedes einzelnen Spiegels wird ein Algorithmus dann alle einzelnen Punkte übereinander legen, was dann schlussendlich zu einem scharfen Bild führt. Der Mechanismus, der jede dieser 18 Kacheln verstellen kann, ist so genau, dass jeder Stellschritt gerade mal so groß ist wie ein Zehntausendstel der Dicke eines menschlichen Haares. Witzigerweise lag im Hauptspiegel eines der größten Probleme von Hubble. Durch einen Fertigungsfehler des Hauptspiegels waren die ersten Bilder des Hubbles nämlich unscharf. Ja, wenn dich das Hubble mehr interessiert, schau unbedingt mal in mein Video zu dem Thema. Auch empfehle ich dir mein Video 5 Wege, wie Hubble nicht repariert wurde. Darin erkläre ich dir Konzepte, die NASA zur Reparatur von Hubble hatte, die aber am Ende nicht verwirklicht wurden. Meiner Meinung nach ist es eines meiner meist unterschätzten Videos. Das James Webb wiegt insgesamt 6500 Kilogramm und sein ausfahrbarer Sonnenschild hat mit 14,1 x 20,1 Metern etwa die Fläche eines Tennisplatzes. Ja, bei diesen Abmessungen wird einem schnell klar, dass das in keine Rakete passen würde. Nicht mal in das Starship von SpaceX. Und so ist das James Webb zusammengefaltet wie ein Origami-Brief. Insgesamt besteht das James Webb aus 40 beweglichen Teilen, die alle vor der Inbetriebnahme ausgeklappt werden müssen. Ein Klappmechanismus, den man sich gern gespart hätte, ist der der seitlichen Teilung des Hauptspiegels. Nur so kann James Webb in die nicht gerade kleine Nutzlastverkleidung der Ariane 5 gesteckt werden. Die ist 4,57 Meter breit und 16,19 Meter lang. Und ja, die aktuell teuerste und wichtigste Einzelmission der NASA fliegt mit einer europäischen Rakete. Hat dir das Video bisher gefallen? Dann nicht vergessen, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Wir waren bei der Ariane 5. Ja, wir als Europäer können definitiv sehr stolz darauf sein, diese enorm wichtige Mission für die NASA mit einer europäischen Rakete zu starten. Jetzt dürfen wir das nur nicht verkacken. Ich garantiere dir sonst einen Shitstorm mit biblischen Ausmaßen in den sozialen Medien. Das ist immer das Problem mit der Verantwortung. Ja, man trägt dann halt auch Verantwortung. Da die Ariane 5 aber als sehr zuverlässige Rakete gilt und allen Beteiligten die unglaubliche Wichtigkeit dieser Mission klar sein sollte, gehe ich davon aus, dass der Ariane 5 ein positiver Platz in den Geschichtsbüchern mit dem Start des James Webb sicher sein wird.
Zu Ariane 5 habe ich übrigens auch ein eigenes Video gemacht, das verlinke ich dir hier. Starten wird das James Webb wie alle Ariane 5 vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou. Und um dorthin zu gelangen, muss es mit einem Schiff durch den Panamakanal und durch die Karibik. Bei dem immensen Wert des Teleskops wurden für diese Reise extra Vorkehrungen gegen Piraterie getroffen. Ja, richtig gehört. Und wenn du dich jetzt fragst, was wollen Piraten denn mit so einem Teleskop? Naja, bei moderner Piraterie geht es fast immer um Schiffsentführung und Lösegeldforderungen. Die dürften bei öffentlich bekannten 10 Milliarden Dollar Projektkosten, ja, wohl bei einer Entführung nicht gerade klein ausfallen. Die Ariane 5 wird mit ihren Feststoffboostern und ihrem wasserstoffgetriebenen Vulcan 2 Haupttriebwerk das James Webb in den Himmel tragen. Nach 2 Minuten werden dann die Feststoffbooster abgesprengt werden. Die Ariane 5 ist jetzt schon so leicht, dass ein einzelnes Vulcan 2 Triebwerk die Rakete weiter beschleunigen kann. Als nächster Schritt erfolgt 3 Minuten nach dem Start das Absprengen der Nutzlastverkleidung. Nach dem Leerbrennen der ersten Stufe, etwa 9 Minuten nach dem Start, wird die erste Stufe von der zweiten Stufe getrennt. Jetzt übernimmt die kryogene Oberstufe, die auch mit Flüssig-Sauerstoff und Flüssig-Wasserstoff angetrieben wird. Ganz spannend, dass während dieser Antriebsphase, wenn das James Webb ja nicht mehr durch eine Nutzlastverkleidung geschützt wird, die zweite Stufe eine kleine Grillparty veranstaltet. Ja, die Oberstufe wird nämlich um ihre Längsachse oszillieren. Das heißt, sie wird sich hin und her drehen, um das Teleskop vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Nachdem sich das James Webb etwa eine halbe Stunde nach dem Start von der Ariane 5 Oberstufe getrennt hat, wird es als erstes seine Stromversorgung sicherstellen. Dazu wird es sein 2000 Watt Solarpanel ausfalten. Wenn das Zweitstufentriebwerk 27 Minuten nach dem Start aufhört zu feuern, befindet sich das James Webb nicht, wie wir das von den meisten anderen Satelliten kennen, auf einem kreisrunden Orbit. Stattdessen bewegt sich das James Webb dann auf einer hochelliptischen Bahn, die das James Webb nach einigen Mitkurskorrekturen schlussendlich auf einen Punkt 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt zusteuern. Das ist 4-mal weiter als die Strecke Erde-Mond. Diesen Punkt nennen wir Sonne-Erd-L2. Was so besonders an diesem Punkt ist und warum das James Webb diesen Punkt ansteuert, das erklärt euch Andreas von DigisCosmos. Bei den Lagrange-Punkten, die ich euch jetzt erkläre, handelt es sich um Stellen im System eines massereichen und masseärmeren Himmelskörpers, beispielsweise der Sonne und der Erde. An diesen Punkten kann ein leichterer Körper, etwa eine Sonde, ein Asteroid oder eben in unserem Fall das James Webb Space Telescope, antriebslos den massereicheren Himmelskörper, in diesem Fall die Sonne, umkreisen. Nehmen wir eine Sonde, hat diese dann die gleiche Umlaufzeit wie der masseärmere Himmelskörper in diesem System, die Erde. Da es mehrere solcher Stellen in einem gemeinsamen System gibt, haben sich die Astronomen für das James Webb Space Telescope den Lagrange-Punkt 2 ausgesucht. Dieser befindet sich hinter dem Mond, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Normalerweise wäre die Umlaufzeit eines Satelliten um die Sonne an einem Punkt außerhalb der Erde, der weiter von der Sonne entfernt liegt als unsere Erde selbst, länger als die unseres Planeten. Doch die zusätzliche Anziehungskraft der Erde bewirkt eine kürzere Umlaufdauer. Somit wird Webb am Lagrange-Punkt 2 trotz der weiten Entfernung zum Planeten die gleiche Umlaufzeit wie die Erde besitzen. Die Kräfte von Erde und Sonne sind hier gleichgerichtet und damit quasi ausbalanciert. Lagrange-Punkte befinden sich überall im Sonnensystem. Interessant ist, dass beispielsweise die Lagrange-Punkte von Mars, Jupiter und Sonne derart gestaltet sind, dass Asteroiden im Asteroidengürtel sich in diesen Gravitationstaschen in Anführungszeichen, wo die Anziehungskräfte der verschiedenen Himmelskörper sich quasi gegenseitig aufheben, sammeln, da sie dort energetisch wesentlich günstiger um die Sonne kreisen können. Der Vorteil für Webb wird hingegen sein, dass das Teleskop seine Orientierung in Bezug auf Sonne und Erde am Lagrange-Punkt 2 des Erde-Mond-Sonnensystems beibehält und dort die Abschirmung vor Sonnenstrahlung wesentlich einfacher als auf einer Erdumlaufbahn ist. Dadurch wird das Teleskop nicht zusätzlich aufgewärmt, was den äußerst empfindlichen Infrarotinstrumenten zugutekommt. In der Vergangenheit platzierte übrigens die NASA dort die WMAP-Raumsonde, auf die wir in meinem Video eingehen. Und das war der Lagrange-Punkt 2. Es würde mich freuen, wenn ihr auch auf meinem Kanal vorbeischaut. Ich gebe jetzt zurück an Moritz. Tschüss! Aber das James Webb verfügt auch über eigene Triebwerke, die mit hypergolen Treibstoffen funktionieren. Die befinden sich auf der Rückseite des Teleskops und arbeiten mit Hydrazin und Distickstofftetroxid. Das ist übrigens eine sehr verbreitete Kombination in der Raumfahrt, wie du ja vielleicht weißt, wenn du schon länger auf Senkrechtstart unterwegs bist. Diese Triebwerke erwähne ich nicht nur wegen meiner Vorliebe für Antriebssysteme, sondern auch, weil sie tatsächlich vermutlich für den Tod von James Webb verantwortlich sein werden. Ja,
denn die Bahn, auf der sich das James Webb befindet, ist nicht stabil. Daher müssen etwa einmal im Monat die Triebwerke dafür verwendet werden, den Kurs zu korrigieren. Und da dafür Treibstoff benötigt wird, der natürlich endlich ist, wird James Webb spätestens, wenn der Treibstoff alle ist, seine Mission beenden müssen. Aber keine Angst, die geplante Missionsdauer ist zwar nur mit 5 Jahren angegeben, aber der Treibstoff soll für 10 Jahre reichen. Wenn man sich jetzt natürlich Hubble anschaut, das seit 31 Jahren für die Forschung zur Verfügung steht, dann wirkt maximal 10 Jahre doch schon etwas kläglich. Ja, vermutlich schreibt jetzt wieder irgendein Schlauberger in den Kommentaren, ja, könnte man nicht einfach mit einem anderen Raumschiff wieder auftanken? Was soll ich sagen? Ja, ist eine gute Idee. Und genau das wurde sogar vorgesehen. Es gibt eine Möglichkeit, James Webb nachträglich wieder zu betanken. Ja, vielleicht solltest du ja darüber nachdenken, in der Raumfahrt zu arbeiten. Du hast offensichtlich ganz gute Ideen. Wo wir bei coolen Ideen sind. Andreas hatte ja erzählt, warum James Webb im Infrarotbereich operiert. Eines der Hauptinstrumente von James Webb hat den schönen Namen MIRI, was für Mid-Infrared Instrument steht. Damit das Instrument empfindlich genug für die Infrarotstrahlung ist, die es beobachten soll, muss es extrem gekühlt werden. Auf nur 7 Grad Kelvin. 7 Grad, also oberhalb des absoluten Nullpunkt. Ich will da nicht zu weit ausholen, aber du kannst dir Temperatur grob als ein Maß für die Energie in einem System vorstellen. Das heißt, am absoluten Nullpunkt ist überhaupt keine Energie vorhanden. Dementsprechend geht es auch nicht kälter. Da aber die Sensorik und alle Instrumente und Systeme am James Webb Energie abstrahlen, muss man den Sensor aktiv kühlen. Dafür wird Helium als Arbeitsmedium und eine Wärmepumpe als Kältemaschine verwendet. Da dieses System neben anderen Systemen auch selbst wieder Abwärme erzeugt, muss diese an der Rückseite des James Webb über einen Radiator an den Weltraum abgegeben werden. Der Prozess des Tiefkühlens soll vorsichtig schrittweise erfolgen und fast ein ganzes Jahr dauern. Diese aktive Kühlung ist eine der vielen Neuerungen am James Webb. Das europäische Herschel-Teleskop, das ja auch im Infrarotspektrum operiert hat, wurde mit einem Vorrat an flüssigem Helium gekühlt. Nachdem das Helium von Herschel verbraucht war, war damit auch die Mission zu Ende. Das wird für James Webb, sollte die Kühlung wie geplant funktionieren, nicht zu einem Ende der Mission führen. Etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, sind die 5 Schutzsegel von der Größe eines Tennisplatzes. Die sind nicht zur Kühlung, sondern dafür, dass James Webb gar nicht erst warm wird. Denn auch wenn James Webb mit 1,5 Millionen Kilometer unvorstellbar weit von der Erde entfernt ist, brutzelt die Sonne trotzdem erbarmungslos auf das Teleskop ein und würde es auch in kürzester Zeit auf der sonnenzugewandten Seite aufheizen. Wie ein großer Sonnenschirm soll das Schutzsegel genau das verhindern. Das heißt, mit seinen Schwungrädern und Steuerdüsen wird James Webb so ausgerichtet sein, dass sein Hauptspiegel immer im Schatten liegt. Wie viel das bringt, kannst du dir verdeutlichen, wenn du weißt, dass das sonnenzugewandte erste Segel über 100 Grad warm sein wird, während das sonnenfernste fünfte Segel minus 240 Grad kalt ist. Die Segel bestehen dabei aus 4-lagigen Polyamid-Membranen. Diese Membranen sind dünner als ein menschliches Haar. Das Ausfahren der Teleskoparme und das Aufspannen der Sonnenschutzsegel wird ganz vorsichtig erfolgen. Okay, im wahrsten Sinne des Wortes ein cooles Teil dieses James Webb. Aber warum hat der Bienen-Techno-Club so viel Geld gekostet und warum hat das so lange gedauert? Ja, ein kleiner Vergleich. Wenn man sich die 14 Jahre Verspätung zur initialen Planung für das James Webb Space Telescope ansieht, dann ist das SLS mit gerade einmal 3 Jahren Verspätung doch super im Zeitplan. Und auch die Verzwanzigfachung des zu Programmbeginn veranschlagten Budgets sind beim James Webb deutlich größer als beim ständig kritisierten Space Launch System. Die Planung für das James Webb gehen tatsächlich bis in die 90er zurück. Zu Beginn des Programms 1997 wurde von einem Start 2007 und 500 Millionen Dollar Kosten ausgegangen. Aktuell sieht alles gut aus für den Start noch in diesem Jahr. Sollte es keine Verspätungen mehr geben, wäre das finale Preisschild für das James Webb trotzdem über 10 Milliarden Dollar. Ja, wie konnte das Programm derart aus dem Ruder laufen? Naja, man muss die NASA schon auch etwas in Schutz nehmen. Es ist nun mal sehr schwierig, die Kosten zu schätzen von etwas, das es so noch nicht gab und für das bestimmte Technologien erst noch entwickelt werden müssen. Ja, und klar, dass da Unvorstellbares auftreten kann. Aber es soll beim James Webb auch einfach eine Wunschliste der Wissenschaftler ohne Budgetvorstellung für die Fähigkeiten abgesegnet worden sein. Aber natürlich sollte man die Ursachen auch in dem Kosten-Plus-Vertrag des Hauptauftragnehmers Northrop Grumman sehen. So ein Vertrag sichert den Lieferanten vor finanziellen Risiken ab. Sollten Verzögerungen und Kostensteigerungen auftreten, die vorher für eine neue Technologie eben halt nicht richtig eingeschätzt werden konnten, geht die Firma dann nicht pleite. Aber andererseits ist der Lieferant auch nicht sonderlich daran interessiert, dass die Kosten im Rahmen bleiben, wenn immer neue Kohle fließt. Ne? Ja, ein Problem, das viele Raumfahrt- und Rüstungsprojekte haben. Da können wir in Deutschland auch ein Lied von singen. Ja, die Kosten und die Zeitplanung sind sicherlich aus dem Ruder gelaufen. Ich bin mir aber sicher,
sollte alles glatt gehen, wird James Webb mindestens genauso wichtige Erkenntnisse über den Kosmos und die Entstehung des Universums ermöglichen wie Hubble seinerzeit. Viel wichtiger aber vielleicht noch die Strahlkraft, die dieses Leuchtturmprojekt für die zukünftigen Astronomen und Forscher darstellen wird. Menschen, die sich durch die Bilder und Daten dazu berufen fühlen, sich der Erforschung des Weltalls zu verschreiben. Ein amerikanischer Astronom hat dazu gesagt, dass das James Webb die Erforschung der Geburt von Sternen am Anbeginn des Universums ermöglichen wird. Und das zu dem Preis, den die US-Amerikaner im Jahr für Kartoffelchips ausgeben. Und es ist ja jetzt auch endlich soweit. Oder zumindest sieht es sehr danach aus. Zwar war als Starttermin der Oktober diesen Jahres geplant, aber es wird wohl eher November. Und dieses Mal liegt es an den Europäern. Denn während des Absprengens der Ariane 5 Nutzlastverkleidung wurden bei den letzten Starts Beschleunigungsanomalien festgestellt. So soll vor einem Start des James Webb erst ein weiterer Ariane 5 Start erfolgen, wo das Problem gelöst wurde. Da noch zwei weitere Ariane 5 Starts vor dem Start des James Webbs anstehen, sollte es diese Testmöglichkeiten auch noch geben. Das bedeutet natürlich, dass es bei diesen Starts und Nutzlasten keine Verspätung geben darf. Andererseits gibt es für den Start zu L2 kein enges Zeitfenster, wie zum Beispiel zu Starts zu Mars und anderen Planeten. So ist eine Verschiebung auch nicht so dramatisch, wenn auch ärgerlich. Ganz interessant, dass es auch die Befürchtung gab, dass Restatmosphäre innerhalb der Nutzlastverkleidung die dünne Sonnenschutzfolie zerreißen könnte, was aber in einer Nachuntersuchung ausgeschlossen werden konnte. Wir drücken die Daumen, dass alles glatt läuft und der Start so bald wie möglich erfolgen kann. Und lieber sicher als 10 Milliarden Dollar Feuerwerk oder Weltraumschrott. Ich hoffe, dir hat die Kooperation von Yigi's Kosmos und Senkrechtstarter gefallen. Wenn du dir mehr so themenübergreifender Videos und Kooperationen wünschst, schreib mir doch einfach unter dem Video. Vielleicht hast du ja auch Ideen für YouTube-Kanäle, wo eine Kooperation mit Senkrechtstarter besonders passen würde. Kleiner Spoiler, die Zukunft der Raumfahrt wird unglaublich spannend und es werden uns nicht die Themen ausgehen. An dieser Stelle vielen Dank, Andreas, dass wir das zusammen machen konnten. Ich danke auch Patrick und Space Racer fürs Skriptkorrekturlesen und natürlich ganz besonders allen Patreon. Ihr macht diese Videos erst möglich. Vielen Dank. Als kleines Dankeschön stelle ich allen Patreon die Folgen ab sofort vor der eigentlichen Veröffentlichung zur Verfügung. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Bis nächste Woche. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.